Wir sind das Team Fake Wolf und wir haben hier einmal so ein tolles Intro vorbereitet. Oder auch nicht? Okay, wir haben doch kein tolles Intro. Genau, wir wollten... Ach nee, dazu kommt gleich mehr. Genau, wir haben ein webbasiertes Multiplayer-Spiel erschaffen. Beziehungsweise das war die Idee, in dem Journalisten gegen Populisten kämpfen, mehr oder weniger, wie das gerade so schön schon angekündigt wurde. Und das Ziel dabei ist, sich gegenseitig auszuschließen. Also die Journalisten versuchen natürlich, ihre Zeitung freizuhalten von Populismus, da sie ja seriös bleiben wollen. Und andersrum versuchen die Populisten, die Journalisten auszuschließen, damit sie mehr Artikel verbreiten können, die ihre Meinung unterstützen. Genau, das Spiel ist rundenbasiert aufgebaut und in drei Phasen unterteilt, zu denen es dann mehr gibt. Und gewinnen tut ein Journalist, indem er jede Runde andere Mitspieler ausschließt. Man weiß nicht, wer ist. Und genau, wenn die Journalisten es schaffen, alle Populisten auszuschließen, haben die Journalisten gewonnen. Wenn die Populisten es schaffen, alle Journalisten auszuschließen, haben die gewonnen. Oder wenn zu viele Fake News verbreitet wurden, dann gewinnen auch die Populisten. Genau, das erinnert vielleicht einige, die das Spiel Werwolf kennen, sehr daran. Davon wurde auch unser toller Name inspiriert. Ja, also wie eben schon genannt, teilt sich das Spiel in drei Phasen auf. Beginnt das Spiel mit der Schreibphase. Wir haben eine API verwendet, um uns echte News aus dem Internet zu ziehen und haben die Deskription von jenen in Informationen für unser Spiel umgewandelt. Und am Anfang bekommt jeder Spieler eine bestimmte Anzahl von diesen eben präsentiert und zur Auswahl gestellt. Und da kann er sich eine auswählen, zu der er dann seine Headline eben schreiben will. Der Knackpunkt hierbei ist, dass er, wenn er diese Headline schreibt, dass er da bestimmte Schlüsselwörter für verwenden muss. Deshalb zwingt man dadurch auch eben die populistische Gruppe, eben Fake News zu verbreiten, weil die eben bestimmte Schlüsselwörter unterbringen müssen, die eben die Nachricht verfälschen. Genau, das ist die Schreibphase. In der nächsten Phase, das ist dann die Voting-Phase, da geht es praktisch darum, dass die beiden Spielgruppen versuchen, die jeweiligen anderen Spieler zu entlarven. Also das Ziel der Journalisten ist hierbei logischerweise, die Fake News herauszufiltern und eben versuchen, unterscheiden zu können, was ist denn jetzt falsch und was ist wahr. Und dann wird eben gevotet. Die Populisten versuchen genau das Gegenteil, die wollen natürlich die Journalisten ausspielen und versuchen, die auszuschließen. Der Spieler mit den meisten Votes, beziehungsweise Leute, die über 50% der Stimmen bekommen haben, werden dann vom Spiel ausgeschlossen. Dann gibt es noch eine dritte und letzte Phase, das ist die Aktionsphase, zu der wird Moritz sich jetzt nochmal äußern. Genau, die letzte Phase ist dann nochmal eine Phase zwischen der Schreib- und Voting-Phase, die ist eigentlich gar nicht so wichtig und wird momentan auch nicht verwendet, aber für Spezialrollen, wie man es auch aus Werwolf kennt, wäre diese Phase dann als Puffer nötig, damit verschiedene Aktionen, deshalb Aktionsphase, ausgeführt werden können, wie zum Beispiel das Verändern von Schlüsselwörtern oder ähnlichem, um es den Journalisten oder Populisten zu erschweren. Ja, als eine der verwendeten Technologien haben wir Flutter benutzt. Das Schöne an Flutter ist, dass es plattformunabhängig ist und dass wir halt für fast jedes System einfach das Programm kompilieren können. Und das haben wir als Frontend benutzt, also als Benutzeroberfläche für das Spiel. Genau, zum Backend haben wir einmal die Programmiersprache Python benutzt, mit der wir unsere News-API geschrieben haben, die wir, wie gesagt, schon zum Beschaffen der News quasi aus dem Internet haben, damit die dann quasi fürs Spiel richtig verarbeitet werden. Und wir haben uns im Endeffekt doch wieder für ein PHP-Backend entschieden, mit dem wir Sockets erstellen, um die Kommunikation zwischen Spieler und Server zu ermöglichen. Dann kommen wir jetzt zu den Daten, die wir verwendet haben. Also das erste ist Nachrichtenvokabular, da es meistens das Problem ist, dass Journalisten Wörter benutzen, die man als Normalsterblicher vielleicht nicht immer ganz versteht. Deshalb haben wir da mal eine Übersicht rausgesucht, wo die alle erklärt werden. Dann haben wir noch eine Fake News Seite aus Amerika, die BBC, da werden nochmal drastische Fake News gezeigt. Und dann natürlich noch die News API, die uns die Nachrichten raussucht. Ja, der aktuelle Stand von unserem Spiel ist, dass das Frontend ist noch in der Entwicklung, aber es ist jetzt fast spielbar. Wir haben ja vor uns auch schon einen Screenshot gesehen. Und
Im Backend haben wir eben einmal die Python-API, also beziehungsweise die API auswertet, womit wir uns halt Informationen aus dem Internet ziehen können. Und also das Backend von der App, also sprich die Verarbeitung der Informationen auf dem Server, läuft schon, ist aber noch nicht ganz fertig entwickelt. Ja, und jetzt stellt sich noch die Frage, warum wir die Welt dadurch verbessern. Zum einen stellen wir ein besseres Verständnis zum Thema Fake News bei den Spielenden her. Und zum anderen regen wir die Spieler dazu an, Nachrichten zu hinterfragen. Das war's mit unserer Präsentation von unserem Spiel Fake Wolf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.